gut. Ich mache jetzt noch meinen letzten Stone-Durchlauf bei den SSJ4s. Und ich mache den alten Summon-Trick. Das habe ich letztes Jahr zwar auch gemacht und der hat einen Scheiß-Trick gebracht, aber die Leute sagen, das ist der Trick. Damit siehst du alles, was du willst. Ich gehe auf Namek Goku. Ich gehe auf seine Karte. 1, 2, 3. So, raus. Damit ist Goku jetzt eingeloggt. Und jetzt werden wir ihn ziehen. C17 und C18. Zwei. Bitte. GT Vegeta! Auch erster Dupe. Sag ich nicht nein. Und Bukolo. Weiß ich gar nicht, wie viele Dupes ich bei ihm habe. Ich hab den nur einmal. Aber ich spiele den eigentlich immer noch gerne. Weil ich auch noch regelmäßig mit dem Match und Power Team spiele. Jetzt haben das Talent bei mir immer aufzuploppen. Wo die Download Celebration vor 2 Jahren war, da wollte er nicht. Tenshin haben bis heute ein Phantom. Existiert er überhaupt? Wir wissen es nicht. Der Physical? Mhm. Den habe ich mit 1 oder 2 Dupes. Mach mein Leben noch depressiver. Hey, du hast Namek Goku 2-mal gekriegt und ich schaue in die Röhre. Bislang. Was soll ich denn sagen? Du hast den SSJ4 mit Dupe. Ja und? Oh, Second Form Cell, nice. Erster Dupe. Komm, gib ihm. Bitte, Namek Goku, Alter. Der White Hot Face Off Gurt, wo immer so auf. Damit man Namek Goku hochfarmt. Komm, Virus. Let's the fucking go. Come das on. Bitte. The heck. Rami, mein Freund, wenn du das hörst, siehst, ich hoffe, bei dir lief es besser. Tat es. Er hat vorhin schon seine Summons mit uns geteilt. Nicht spoilern. Tu ich nicht. Komm, free. Wir nennen auch Rasa die Rami auch ein OPTC auf seinem Channel oder jetzt auch für Dokkan Battle. Der Mann, der nur LRs und Legenden zieht. Brandgefährlich. Wie der schon Rainbow. Gut, aber wie sie da steht, so hey. Hab mich über die SDR gefreut, als ich sie in dem New Year Spinner gekriegt hab. Sie ist auch immer noch bockstark als Subunit für Margin Buu wohlgemerkt. Aua! Der tötet. Aber gleich immer noch ein Ticket Multi. So. Mach Ansage, ich leg los. Ja, leg los. Und danach ist für mich Sense, weil dann habe ich, was ich wollte. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin dann nach deinen Summons noch so frei und mach noch Gott. Und mach dann noch einen Ticket-Summon bei den SJ4s und dann noch einen regulären bei den God-Boys. Weil ich mir dann einfach mit den Coins den Namek Goku kaufen werde und gucken, ob ich den Freezer noch ziehe. Du willst, wir können die Essen gemeinsam. Oh Gott, weh. Wenn der ein Easy A kriegt, ich wette, die machen was Tolles aus dem. Oi. Okay, cool. Rainbow. Es ist noch nicht fertig. Freezer kommt. Freezer droht noch. Freezer droht noch. Was meinst du gerade, wenn wir was machen? Den letzten Ticket-Pull, wo ich hier mache, ja. Könnten wir theoretisch gemeinsam machen. Können wir machen. Challenge Ken Jaden vs. Tenkaichi Meister.
Crack Screen. Mhm. White Hot Face of Gokus Popovic. Kid Buu schon wieder, oh Gott. Nein! Metal Cooler. Oh, Hilfe. 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 Mir fällt gerade auf, wie lange wir hier schon sitzen. Doch, du Scheiße. Hab ich die jetzt mit zwei Tubes tatsächlich? Ja. Okay. Wir haben einfach schon Viertel nach elf. Wo wir angefangen haben, war glaube ich Viertel nach neun. Oh. Okay. Bukin. Also heute ist definitiv Anima Merz, die Mika kommt. Aber jetzt droht er dem Dennis auch drüben. Wir haben ihn ja auch schon vorhin einmal gepult. Magetta. Ah, AGL-Trunks geht hier, ist aber nice. Hab ich aus den Tickets tatsächlich mit zwei Tubes bekommen. Mit dem habe ich jetzt den dritten. Der braucht eine Easy. Trunks GT ist aber auch eine schöne Unit für dieses Anniversary, weil sich es eher um Goku und Vegeta dreht und die sind ja nach dem Easy A Goku und Vegeta Family Supporter. Um so. 40%. Ah ja, das ist der letzte schon. Okay. 5. Ja, ich gehe drauf. 4, 3, 2, 1, go. Ich schaue direkt auf seinen Bildschirm. Ich mache kein Auge. Gang. Okay. Okay. Loslassen. Go. Long KMH. Backscreen. Das könnte legendär werden. Nail. Ich hab Gohan. Weiter. Okay. Ja, let's go! Yes! Let's go! Glückwunsch. Ist er. Danke! Das ist the power of the group summon. Oh, weiter. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, im letzten. Ja, weiter. Puh. Piccolo. Ja. Hey, ist Shenron weiter? Ciao, so. Cell Junior. Weiter. Ja, weiter. Oh, das wird ein bitterer Multi. Krillin. Bahn. Vados habe ich jetzt Rainbow. Oh, super, wie geht's? Habe ich auch schon Rainbow. Okay. Jesus. Yo. Let's go. Ja. Ich habe, wie gesagt, noch einen Multi. Und ich versuche jetzt nochmal bei den Gods Freezer zu holen. Ich darf beim Rennen. Jetzt müssen wir jetzt auch die Dragon Ball GT OVA machen. Und dann denke ich mal, mache ich noch den Durchlauf zu Ende mit den Stones, die wir in den nächsten Tagen kriegen werden. Oh, Trunks und Goten. Und wenn ich dann Freezer nicht ziehe, dann hole ich mir einfach mit Coins. Bist du aber, oder du wartest zur Download Celebration, da kommt er nochmal. Na. Quark. Sabon. Fidel. Okay, der ist nice, der Trunks. Aber ich mag halt generell so Units, wo Mai mit dabei ist. Zu 16. Ideal. Cell Junior. Okay, immerhin. Ja, bin extrem zufrieden. Auf jeden Fall nochmal am Ende den Name Goku rausgeboxt. Sau scheiße stark. An der Ausbeute müssen wir aber sagen, ich bin mega zufrieden. Ich auch. Ich habe ja noch ein paar Stones, den einen oder anderen Multi werde ich wagen, aber wahrscheinlich offscreen oder es mir aufheben, je nachdem wie lustig ich bin. Jo. Was kann man noch dazu sagen? Dennis, danke für die Möglichkeit mit dir gemeinsam zu pollen. Hat ja, Spaß gemacht. Sehr gerne, hoffentlich war es nicht das letzte Mal. Nein, definitiv nicht. Und wie gesagt, was andere Projekte angeht, halte ich gerne auf dem Laufenden. Ich schaue hier nochmal in meine
Summon-Ergebnisse. Also klar, 2-3 Units habe ich abgespeichert. Aber tatsächlich, die einzige neue Sub-Unit, die ich gekriegt habe, war Jeez und Bata. Aber dafür ordentlich abgestaubt, heilige Scheiße. Also ja, und Name Goku ganz am Ende nochmal, das war einfach jetzt das Highlight. Aber nein, das absolute Highlight war für mich natürlich die beiden LRSSJ4s. Und tatsächlich, und das ist für mich etwas, was schon sehr selten ist, ich habe Butengs nicht ein einziges Mal gezogen. Und ich habe weder AGL LRSSJ4 Goku noch ST LRSSJ4 Vegeta ein einziges Mal gezogen. Das ist so das, was ich am allerwenigsten erwartet hätte. Aber zwei Use für AGL UI, Int Evo Rainbow. Ja, das hätte in dem. Ah, ich habe doch einmal ist der Super Saiyan 4 Vegeta gezogen. Okay, ich sag nichts. Aber es hätte eigentlich fast nicht optimaler laufen können. Im super soliden Multi. Auf also jeden Fall, auf jeden Fall. Die Ausbeute, da haben wir sie auch noch, die fünf. Oh, Sheerness. Oh Gott. So, wie oft hat der mich jetzt verfolgt? Der kam mir vor, der kam gefühlt 1000 Mal. 2 Mal hatten wir ihn bekommen. Und denk an Prostata Vegetto. Ach, Dennis, musst du mir jetzt die Laune verderben. Ich meine, dass du hochscrollst. dass oh man Gott. Ihn nochmal sieht. Schauen wir uns mal das Grauen an. Ich habe nur nach SSRs gefiltert, damit das einfacher ist, aber da sehe ich schon die 3. Wo? War da gerade. Da sind 2 und da ist der dritte. Plus den hier. Ja. Die beiden hier. Crazy, crazy. Aber ja, wie gesagt, danke, dass ihr mit dabei wart. Ohne euch bin ich nichts mehr, aber. ja, ich würde sagen. Okay, ich weiß gar nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens bei der Download Celebration wieder. Aber wie gesagt, wenn das Thema der Superhero Movie ist, dann bin ich mir da gar nicht mal so sicher. Aber ich denke ja auch daran, eventuell bald mit Twitch anzufangen. Was ich noch gar nicht bis dato gemacht habe. Aber ja, ich versuche es eventuell, wenn ihr das dazu zu sagen habt, wenn ihr dafür seid, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und natürlich schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich mal wieder mit Kenno was zusammen mache. Und ja. Mal mehr ein Vergnügen. See ya. Wir sehen uns, Leute. Alles klar, haut rein.